Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge hier beim ETS. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ja letztes Mal schon den Auftrag angenommen und werden ihn heute, hoffe ich, fertig fahren. Ich würde sagen, wir starten jetzt einmal den LKW. Steigen wir mal ein. Lass uns loslegen. Lass mal loslegen. Zack, zack. Okay. Dann geben wir den Gang rein. Und los geht's. So. So. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Okay, dann hat gesagt, nach links abbiegen. Werden wir machen. Also wie gesagt, wir haben hier diesen Kenwood. Den Ultra Large. Ah, Ultra Large, merkt man. Natürlich mehr aufholen müssen. Wie mit den europäischen. Ich muss mal in die Außenperspektive. Weil irgendwo hängt der Auto vorne wieder. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Das habe ich ja. Hat die Hera wieder geschlafen? Nimm diese Ausfahrt. So, da lang. Und dann geht's auch weiter. Also wie gesagt, der hat über 1460 PS. Die schicke Fahrzeug hier, wa? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Die erste. Nimm diese Ausfahrt. Okay. Regnet uns auch wieder. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ja, ups. Nimm diese Ausfahrt. So, Autostrada. Okay. Sind wir da schon mal richtig? Ich glaube, allzu weit haben wir es nämlich nicht mehr. Auf meinem Navi hier sehe ich schon den Punkt, wo wir. Bitte links halten. Hin müssen. Lang.
Nach Verona fahren wir da oder in die Nähe von Verona. Ja, also Italien. Schauen, wie viel wir heute verdienen dran an diesem Auftrag. Stradazione, das heißt Talstation. Kommt jetzt. Zu fett, der LKW. Dann irgendwie den Warnblinker drin. Den Warnblinker hatte ich können. So, jetzt muss ich ein bisschen die Einstellung da ändern, sonst sehe ich da nichts. Hauptsinn. So, ja, jetzt passt's. So, wir sind auf der richtigen Spur. Wir müssen also nicht. Dieser Kennwort ist wirklich fantastisch. Es ist ja für den ETS auch ein LKW rausgekommen. Habe ich jetzt gehört, der ist zwar für die 1,43. Ein Elektro-LKW. Jetzt werde ich mal dann mit dem fahren. Werden wir mal schauen. Eine Mercedes-Benz. Viel Verkehr heute auf der Straße. Ja, beim Regen fahren kann er gern. Aber umso mehr musst du aufpassen, weil die dann deppert. Nicht gerade ordentlich dann. Hörst du ab, oder? Es könnte sein, dass er abfährt.
und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Bitte rechts halten. Was ist da jetzt? Jetzt fahren wir nicht weiter. Na toll. Hingekriegt. Hat der Regen auch aufgehört. Jetzt machen wir da schnell die Runde. Da hat es wieder geschöpft. Ups. Es dürfte die Pro-Gegend des Gegend sein, wenn ich mich nicht irre. Es könnte der Pro, also der Fluss Pro sein, wo wir gerade lang fahren jetzt. Ein bisschen in Italien kenne ich ihn natürlich auch aus. Es könnte schon sein, dass das die Pro-Gegend ist.
Das war mit dem großen Wagen da ein bisschen auf der Standspur. Da oben ist eine Burg. Eine sehr, sehr schöne Gegend eigentlich. Das dürfte die Po-Ebene sein. Aber genau weiß ich es nicht. Glaubt, da laufen die Bären. Dürfte die Po-Ebene sein. Der führt nämlich immer sehr wenig Wasser, deswegen weiß ich das. Der ist meist sehr ausgetrocknet in Wirklichkeit. Deshalb weiß ich das genau. Spur. Dann kommen wir da direkt durch. Upsi, auf ein Team. Und weiter geht's. Austria, Österreich. Okay. Wir fahren nach Österreich. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay, rechts bitte. Hat sie gesagt. Nimm die Ausfahrt rechts. Was darüber? Ach du liebe Zeit, na toll. Na super, und das mit der großen Maschine. Okay. Brenner. Ah, okay. Bitte links halten. Ah, okay. Hat es wieder gekracht. Muss man außen rumfahren. Neu berechnen. Na, brauchen wir nicht, Schatzi. Da müssen wir bloß Wenn möglich, umfahren. machen Sie eine Kehrtwende. Ja, wie war's? Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Route neu berechnen.
Ups. Warte, kommen wir darüber? Ja, da kommen wir rüber. Nee, da komme ich nicht rüber. Ey, Schatzelein, wo hast du mich jetzt hingewendet? Lotst. Neue Route finden. Ja, dann müssen wir doch mal kurz gegen die Einwand fahren. Was ist da jetzt? Ihr habt es nicht gesehen, gell? Jetzt geht's wieder. Upsi, das war ein Schild. Ich hab's immer mit dieser Schilder. Schnell die der Strecke fertig. Ruhig. Schon wieder. Die Zeit ist schon wieder rum. Leider. Mordstraße. Mordstelle. So, meine Lieben, ich glaube, ich werde den Auftrag nächstes Mal wieder weiterführen. Wir werden hier an der Mordstation Halt machen. Upsi. Und werden das nächste Mal dann weiterfahren. Fahren wir schnell da durch und dann war es das für heute. So. So, da kann ich nicht stehen bleiben. Doch bis zum nächsten fahren. Ihr Lieben. Bitte links halten. Ich bin schon links. Noch weiter links. Ah! Es war ein Trunkel. Jetzt fährt er mir da rein. Jetzt fährt der Trunkel mir da rein. So, davon werde ich dann abbrechen und das nächste Mal fahren wir dann da weiter. Bitte links halten. So, da lang, meine Lieben. Das war's für heute wieder. Es war schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.